So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und ihr seht es schon im Titel an meiner Seite. Wie immer, wenn wir coole Booster aufmachen, der Robin. Hi. Und wir öffnen wie jedes Mal zu jedem Set, auch wenn jetzt theoretisch schon Duskmoon dran ist, sind wir noch bei Bloomborough. Weil ich nicht hinterherkomme mit Videos produzieren. Dieses Video ist weit in der Vergangenheit produziert. Dementsprechend, wenn wir über Preise oder irgendwas sagen, so hey, das ist voll cool oder irgendwas übergehen, was super teuer geworden ist, weil es jetzt in Modern gespielt wird oder sonst was, bitte vergebt es uns. Wir haben es ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich einfach zeitlich, ich hab euch so viel von Bloomborough gezeigt. Ich habe euch so viele Collector-Displays gezeigt, so viele Sets. Ich weiß gar nicht, das Set ist super cute, super cool angekommen. Es ist nicht powerful, aber es ist flavorful. Ich muss aber sagen, und das wird heute auch das ganze Video über so sein, ich habe mich fast schon satt gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, wenn man so viel aufmacht wie du, dann ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich so. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, mir fehlen noch ein, zwei Karten, wo ich hoffe, dass die jetzt vielleicht hier drin sind. Oh, nice. Aber ich muss auch sagen, das Set gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel jetzt bisher gesehen, was so Karten angeht in verschiedenen Formaten. Ich hatte aber schon eine Commander-Runde, wo Otter gegen Eichhörnchen, gegen Kaninchen und noch was anderes gespielt wurde. Also es macht auf jeden Fall schon einen Eindruck und Leute gucken auf jeden Fall schon drauf und denken sich so, oh, eine legendäre Ratte, darum baue ich einen Commander, egal ob es gut ist oder schlecht. Fangen wir mal an. Jawohl. Das letzte Mal haben wir ja mit Assassin's Creed fast 20 Minuten gebraucht. Mal gucken, ob wir dieses Mal schneller sind. Wir öffnen jetzt immerhin 6 richtige Booster. Genau. Ja, muss man jetzt sagen. Und wir haben ein paar Commons zu besprechen, vielleicht. Wir haben Commons zu besprechen. Gibt es interessante Commons? Ich wüsste von keine Commons. Mir fällt gerade auf, du hast sogar die Bloomborough Matte darunter, aber. Ja, das ist die von Ultimate Guard. Das ist die Dawn of Truce. Alternatives Artwork. Und ich finde es lustig, weil es gibt ja jetzt quasi es gibt jetzt offizielles Merch oder offizielle Playmats von Ultimate Guard und von Ultra Pro. Und ich muss halt wirklich leider sagen, die hauen die halt vom ersten Eindruck her schon so mit der Qualität weg. Die ist deutlich dicker, die fühlt sich deutlich wertiger an. Und das finde ich halt krass. Ich habe ja normalerweise meine offiziellen Artwork-Karten immer da. Playmats, aber die habe ich so recht gesehen und dachte so, okay, das ist das eine Premium-Matte oder war die irgendwie teurer oder so, aber nö. Standardqualität. Das, was die raushauen, ist die Standardqualität, für alles andere muss man Premium haben, so ungefähr. Ja, genau. Carrot Cake, das finde ich immer noch so ein lustiges Ding. Voll. Ich mag tatsächlich, wie sie teilweise Sachen getemplated haben, wie zum Beispiel die Duos, weil die sind gut für das Frosch-Deck und das Rabbit-Deck im Limited. Also haltet auf jeden Fall Ausschau dafür. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Was ich sehr gut finde, sind die deutschen Übersetzungen. Also du hast ja zum Beispiel so Karten wie Hibble die Hop. Ja. Und solche Sachen. Ich finde die deutsche Übersetzung halt wirklich großartig. Manche sind wirklich sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ja. Natürlich auch hier die hybridfarbenen sind auch immer sehr eindeutig, in welche Decks die sollen. Ja. Und dann Tangle Tumbler. Floodmaw. Ja. Der ist gar nicht mal so schlecht, die Karte. Das ist so ein Bounce-Effekt, ne? Ja. Sehr gut. Das ist ganz gut. Und Pop Transformation. Wen hast du denn? Ach, du hast den Reacher, der ein Enchantment oder Artefakt zerstört. Wenn du einen Gift gibst. Karte ziehen lässt. Okay, spannend. Ist nicht schlecht. Gesehen. Ich habe Trash Tactician. Muira. Ja, und das den habe ich auch so aufgezogen. Ja, ist aber auch so eine Karte, ne, die guckst du an und denkst dir so, geil. Willst du einfach direkt schon ein Deck drum umbauen? Also das ist richtig. Schön viele Raccoons absolut rein. Absolut richtig. Dann ein wunderschönes Island. Basic Land. Ja, haben wir, da muss man immer drauf schauen. Aber Nee, ist nicht dasselbe, weil wir eine andere Jahreszeit haben. Da muss man schauen, die Snow, also die Winter sind tatsächlich seltener wie alle anderen. Ach, witzig. Sharpshooter. Ey, und da haben wir schon eine Karte für mein Raccoon-Deck. Den Junkblade Bruiser. Ja. Und eine Art-Karte. Ja. Ich muss sagen, ich bin von Playbooster mittlerweile ein bisschen angeödet. Was einfach daran liegt, dass ich finde, sie sind sehr stark wieder zu diesen Draft-Boostern geworden von damals. Also es ist es kommt halt immer so ein bisschen gegen Ende hin dann, ne, dass man halt so ein bisschen denkt, okay, jetzt gibt's irgendwas, also es kann halt schon mal sein, dass du halt wirklich mehrere Rares irgendwie ziehst, das ist aber so selten, dass es fast gar keinen Unterschied macht.
Lustigerweise ist das offiziell gar nicht so selten. Offiziell steht hinten drauf, es ist, glaube ich, jedes vierte oder fünfte Booster. Ah, okay. Vielleicht sind Karten so ein bisschen verweichlicht im Sinne von, dass halt, wenn dir was Gutes hinten reinkommt, das ist halt, Parting Gust, sehr schön. Gute Karte tatsächlich. Ja, dass es dir halt gar nicht so krass auffällt tatsächlich. Ja, das kann sein. Und erste Rare? Manifold Maus. Ich habe den Hardborn Battler. 3 Mana mit Haste und immer wenn der Gegner oder wenn ein Player seinen zweiten Spell castet, macht er 12 Damage. Gut gegen Spellslinger. Ja. Foil Forest. Sehr schön. Ich habe ein Mountain. Und Ruthless Narration. Patchwork Banner. Das ist sogar was wert, tatsächlich. Das kostet sogar Geld, weil, wenn du das mal durchliest, wirst du merken, dass das in fast jedem Tribal Commander Deck eigentlich ein Zuhause hat. Ja, es ist so ein Lord-Effekt mit einem Mana-Rock drauf. Ja, und das ist ziemlich strong. Voll gut. Und ich habe Crackblade, was ich hoffe immer noch die Legendary, die dazu passt, zu ziehen. Also, was ist das für eine Legendary? Marbella. Ah, ja. Die macht ja quasi dieses Crackblade, hat sie ja so als quasi Hauptschwert sozusagen. Ah, okay. Also die Dame, die von drauf ist, oder nicht? Ja, yeah, genau. Ja, kriegen wir bestimmt hin. Hoffentlich. So, Hälfte bisher. Sick. Krass, wenn durchgeht. Might of the Meek. Ja. Polyward, Sparkshooter. Runaway Together, so eine schöne Karte. Mm. Das Artwork ist so schön. Ich muss aber sagen, dass klar, das wird immer so vorausgesetzt. Witzig. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde jedes Runaway Together Artwork eigentlich ziemlich gut bisher. Ja, das ist richtig. Also, da ist dieses jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter als die anderen. Ja. Into the Floodmoor. Star Charter. Ich habe auch das Gefühl, dass Bats sind im Limited deutlich besser, weil sie halt live gainen. Und das macht es halt irgendwie auch schwieriger für manche. Das macht es ziemlich gut. Okay, erste Rare von mir. Ja. Der Valley Floodcaller. 3 Mana, 2/2. Non-Creature Spells kann man casten, als ob sie Flash hatten. Und wenn man Non-Creature Spell, Bird, Frogs, Otters oder Rats. Die kriegen +1/+1. Ja. Und man kann sie enttappen. Ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich habe den Clement. Ja. Ich glaube, das ist seit langem die günstigste Legendary, die es gab. Ich glaube, die kostet keine 2 Cent als Rare. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die Herausforderung als Content Creator, darum jetzt halt irgendwie Videos zu machen und dann versuchen, den Preis nach oben zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so ein broken CDH-Deck oder so. Ja, ich finde es halt spannend, weil die Frogs sind halt eigentlich ein sehr cooler Tribal, die eine sehr eigenständige, sehr krasse Mechanik haben und dementsprechend eigentlich ganz cool sind, aber Clement ist irgendwie nicht so beliebt. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe tatsächlich hier diese mannigfaltige Maus in diesem schönen Artwork. Sehr cool. Die ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ja, die ist auch sehr, sehr, sehr cool tatsächlich. Und ein Swamp. Ja. Und Rare? Und noch. Oh. Nee, das ist Uncommon. Aber es ist eine coole Karte tatsächlich. Und diese Offspring-Sachen. Ich finde die Offspring-Sachen so cool, dass sie die als Token mit reingebracht haben. Ja, total. Ich hätte es einfach. Also ich habe Wizard of the Coast zugetraut, dass sie das nicht machen. Dass sie die einfach als Token reinbringen. Und an dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz dem lieben Liplab 1 danken. Emptige Liplab. Denn nur dank ihm ist das hier möglich. Er ist der Sponsor des heutigen Videos sozusagen. Denn er hat uns diese Booster zugeschickt. Ja. Er ist auch immer so schnell und so zuverlässig, was das alles angeht. Das ist wirklich sick. Sehr, sehr angenehm. Ja, sehr, sehr cooler Typ. Guckt mal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr schauen. Da sind Instagram, da macht er coole Hintergrundsachen, sag ich mal, wenn er neue Karten einstellt oder wenn er Karten verkauft, zeigt ihm, was andere Leute so kaufen. Und manchmal auch Gewinnspiele. Und ansonsten auf Cardmarket vorbeigucken. Da landen sehr, sehr viele meiner Openings mittlerweile. Und wenn ihr da immer noch nicht nachgeguckt habt, dann weiß ich auch nicht. So, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ich finde es halt sehr weird, weil ich hab ja jetzt mein erstes Pauper-Deck wieder aufgebaut. Also nicht mein erstes, sondern ich habe wieder ein Pauper-Deck aufgebaut. Weil ich halt immer wieder Angst habe, sobald ich Pauper anfange zu spielen, bannt man mir irgendwas in meinem Deck. Das ist jetzt dreimal passiert. Ich habe aber aktuell wieder ein Pauper-Deck. So, deswegen, wenn ihr Mono-Red, Goblins, Artefakt, Opfern und so ein Kram spielt, verkauft euer Deck, das wird demnächst gebannt.
Aber hier drin ist auch irgendwie gar nichts für Pauper. Ich habe mal so nachgeguckt, was Pauper so macht. Es sind ganz, ganz wenige Karten, die in Pauper irgendwie Relevanz zeigen. Ja, aber tatsächlich ist gerade bei mir was Lustiges passiert. Und zwar habe ich dieselbe Common im selben Pack. Das war meine erste Karte und das ist jetzt meine letzte Common. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, dass das irgendwie aufgefallen ist. Weil gerade beim bei dem Playbooster wird ja schon auf so ein bisschen Kuratierung geachtet. Ja, eigentlich schon. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert. So, irgendwie ein bisschen komisch. Das ist wirklich weird. Oh mein Gott, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, aber Stargaze, auch wieder so ein schönes Artwork. Artwork ist wahnsinnig schön. Sie schaffen es halt auch selbst Bats, die sehr hideous aussehen in echt, wenn man sich die nah anschaut, irgendwie süß wirken zu lassen. Ja, das ist richtig. Aber hier ist alles süß. Also ja, das Problem ist, wenn alles süß ist, irgendwie übersieht man alles, was so süß sein kann. Ich glaube, das ist meine Theorie, warum Frösche nicht so gut ankommen. Aber du hast eine. Das kann gut sein. Das ist ein sehr schönes Squirrel. Ja, tatsächlich. Ein sehr cooler Squirrel, weil er reanimaten kann. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Nice. Fatality und ich habe. Oh! Oh, nice! Sehr geil. Sehr gut. Ui, sehr, sehr geil. Ich freue mich. Das ist ja mega. Gute, gute. Wirklich? Three City. Sehr, sehr gutes Land. Dafür habe ich eine Doppel-Rare. Oh, und auch keine schlechte. Also ja. Igra ist auch der Hammer. Igra, Eater of All. Gibt es lustigerweise irgendwie eine Combo mit? Ich habe sie nicht ganz verstanden, aber es gibt wohl so eine Combo, dass du irgendwie mit ihr und irgendwelchen anderen Food-Sachen Infinite machen kannst. Ich habe es noch nicht verstanden. Ja. Du brauchst, also das kann ich dir erklären, das geht sogar in Pioneer. Du brauchst den Cauldron Familiar, einen im Friedhof und einen im Feld. Dann spielst du Igra aus und dann ist der Cauldron Familiar auf dem Feld, ist ein Food-Token, den du sacrificen kannst zu dem Cauldron Familiar im Friedhof. Und dann hast du quasi wieder den Ursprungszustand wiederhergestellt. Nur, dass das heißt, gerne +1/+1 Marke kriegt. Zwei sogar. Zwei sogar. Und du drainst halt den Gegner für eins, weil der Cauldron Familiar wieder reinkommt. Das ist ja sick. Das ist Katzen-Ofen-Kombo in cooler. Ja, ja, total. Also du musst den eigentlich nur resolven, weil ihn auch loszuwerden oder da die Kombo zu unterbrechen, ist halt ultra schwierig. Ja, also, Ward Sacrifice of Food ist halt fast nicht gegeben. Also das muss man einfach sagen. Du brauchst halt eine extra Kreatur halt. Also, ja. Aber also, Igra ist sehr, sehr cool. Also, sehr, sehr coole Karte. Die herumzubrauen. Ja. Runaway Together in Foil. Daya Downshaft und auch eine Karte, die mir noch fehlt als echte Karte. Der Cruel Claw. Ich habe einen Fisch. Einer der wenigen Hype-Karten. Sehr gut. Der Fisch. Ja. Aber ja, tatsächlich ist es eine sehr gute Karte. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass er sehr aktuell getestet wird in verschiedensten Rakdos-Listen, weil er doch sehr günstig ist und einfach gut geplayed ist. Spannend. Ja. Heaped Harvest, auch ziemlich cool, wenn man mit Food sacrificen will, gibt es eigentlich nichts über Heaped Harvest. Ja. Oh, ich ist halt mit 3 Mana ein bisschen teuer, aber ja. Trotzdem. Hier wieder Rabbit Citizen. Ist auch sehr, sehr lustig. Das ist auch ein süßes Artwork, was aber sehr verstörend ist. Also der Corpseberry Cultivator, wieder der aus den Leichen irgendwie Beeren pflückt oder so. Das ist schon, ist schon ein bisschen widerlich, weird. Leider. Ja. Aber das sind ja auch die Eichhörnchen. Die sind ja immer ein bisschen weird. Ja, das ist richtig. Die sind ein bisschen durch. Sinister Monolith. Eddie Merkcrab. Der gute Merkcrab. Hey, der ist auch tatsächlich relativ häufig gespielt, von dem, was ich gesehen habe. Ja, was macht der? Du bringst einen permanenten Zug auf die Hand, tatsächlich. Oh. Und, also vom Friedhof. Und wenn man foraged mit ihm. Und irgendwie wird der in einem Eichhörnchen-Deck sehr gerne gespielt. Ja, ja, halt wegen, ist er quasi, hier Reclamation, nenne ich Reclamation Sage, der andere 3-Mana-Kreatur bringt dir was zurück. Eternal Witness. Eternal Witness, genau, ja. Und du hast die legendäre Ratte. Sehr schön. Ja. Oh, ich habe den Valley Mightcaller. Das war einer deiner Top-3-Karten. Yes. Genau. Ich stehe da auch immer noch zu. Ich finde, Battletoad sollte auf jeden Fall ein Deck bekommen. Battletoad, ich bin so gespannt. Feuerland. Und ich habe sogar eine Schneeplanes. Snow. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Rabbit. Und Zaza Caps Brew. Was? Oh. Wie rum muss ich dich halten? So rum muss ich dich halten. So rum wirst du ein Otter. Das ist der Mythic Otter in dem Special Artwork, wa? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. So, letztes Pack. Jawollo. Gucken wir mal rein. Wie gesagt, vielen Dank an Fabi. Vielen Dank an die schöne Zusendung. Das war sehr nett. Ich gerade was. Hier.
könnt ihr direkt hier vom Bildschirm abscannen. Folgt dem guten Mann und schreibt ihm. Yes, schreibt ihm. Ist immer ein netter Mann. Das auf jeden Fall. Pearl of Wisdom ist so eine schöne Karte. Das ist ja eine der ersten Karten, die ich aus dem Set jemals gesehen habe, was das angeht. Mm. So mit dem richtigen Artwork, wo ich sie embraced habe, weil halt Otter mit ihren Perlen ja immer so süß umgehen. Ja, total, total. Das finde ich auch so. Wie gesagt, flavormäßig machen sie einiges. Was hast du denn? Crump and get it. Zerbröselst und holst dir auf Deutsch. Da muss ich auch sagen, so, okay, danke für die Übersetzung. Uncharted Haven hier. Ist auch eine Gossip gute Karte. Talent. Ich finde die Talents in diesem Fall, also die sind schon gut, aber die sind so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Also jedes Mal muss ich mir nochmal anschauen, was zum Teufel machen die denn hier nochmal? Ja, vor allem Gossip ist für mich so, okay, was ist Gossip für einen Job? Was ist sein Job? Sag mal Gossip Girl. Ja. Haben wir hier noch einen Shortbow? Der ist auch cool. Und hier Counterspell in Pioneer. Ja, der ist sogar ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, ob der so wirklich Play findet, weil zwei blaue sind schon hart, aber das Potenzial ist da, definitiv. Das ist richtig. Und ich hab's gesehen. Oh. Hau raus. Luna, Bellow of the Woods. Sehr geil. Der Angry Bear. Sehr schön. Auch eine sehr, sehr viel gespielte Karte. Ich hab Jackdaw Survivor. Ist das der reanimiert? Genau. Der verfolgt mich seit Anbeginn dieses Sets. Ich habe ihn gefühlt in 1000 verschiedenen Versionen in Non-Foil, Foil in allem gezogen. Ich habe diese Karte mittlerweile 20, 30 Mal herumfliegen. Der verfolgt mich richtig. Aber viel wichtiger ist, du hast den Bären gezogen. Der Bär wird aktuell so viel gehypt wieder, das ist insane. Und er wird vor allem auch im Standard gespielt als halt Ramp-Payoff. Ja. Und ich finde den halt auch ganz gut. Ich bin ja wieder ein bisschen am Überlegen, ob ich noch ein Bärendeck bauen soll um Kudo herum. Und der kommt auf jeden Fall auch in mein Bärendeck. Allein nur, weil er ein Bär ist, weil er gut und absolut verständlich. Als nächstes und Sumpf. Ding. Feuerrain. Und Alania, The Ancient Storm. Darum habe ich schon ein Commander-Deck gebaut, tatsächlich. Ja, nice. Jetzt hast du ihn auch noch in Foil, in hübsch. Ja, das stimmt. Ich hatte sie bisher nur in Deutsch. Und jetzt habe ich sie ja noch in Englisch und in Foil und in hübsch. Sehr nice. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, das war ein schöner letzter Pull auf jeden Fall noch mit dabei. Toll. Und ja, generell, das Set, wie gesagt, es ist ultra cute. Es hat ein paar richtig coole Karten drin, die auch richtige Banger-Karten auch teilweise sein können. Also richtige Banger-Karten heißt, wir sind hier bei ungefähr bei 10 bis 15 Euro. Aber es hat ein paar coole Karten drin. Die Power-Level ist nicht hoch. Aber wenn ihr mal schaut, was da so für Artworks bei rumkommen, es ist einfach so ein schönes Set. Es ist ein süßes Set. Und es ist so ein Set, wo ich mir denke, wenn ich vorhätte, Kinder zu haben, würde ich mir davon irgendwie ein oder zwei Displays unter das Bett legen, um ihnen später damit Magic zu erklären. Weil damit kriegt man, glaube ich, auch Kinder und so weiter ganz easy an Magic ran. Leute, die noch nie was mit Magic zu tun hatten, werden hier auf jeden Fall auch Spaß haben. Bin gespannt, was sie jetzt mit Duskmoon machen, was ja das komplette Gegenteil ist. Das finde ich ja so ein bisschen weird, dass sie direkt diese Sets hintereinander bringen. Aber alles in allem, muss ich sagen, die Ausbeute, also das war schon ziemlich, ziemlich sick. Ich bin auch sehr zufrieden, aber kurz noch zu dem Einsteiger-Ding. Ich kann halt auch wirklich diese Einsteiger-Box halt wirklich empfehlen. Oh ja. Weil gerade Thema Otter, also sie finde ich sehr, sehr strong, auch für ein eigenes Commander-Deck. Also wenn man jemanden anteasen möchte und danach die Decks rumfliegen hat, man weiß nicht, was zu tun hat, einfach Commander-Deck um Bria bauen. Ja, deswegen werden die beiden auch tatsächlich gerade teuer. Auch diese Starter-Decks werden aktuell teuer. Weil du kriegst diesen Otter und diesen Hasen nur aus diesem Starter-Deck. Ja. Und die kriegst du sonst nirgends, nicht mal in den Collector-Boostern. Und dementsprechend steigen gerade die Preise von diesen Sachen ganz, ganz stark an, was ich wiederum sehr schade finde, weil ich finde, diese Einsteigerprodukte sollten einfach günstig sein. Und das sind sehr coole Einsteigerprodukte. Total. Und sie machen auch sehr viel Spaß, gegeneinander zu spielen. Ja. Das kann ich auch schon mal sagen. Also kann man sich auf jeden Fall mal offen halten, wenn man Bock hat auf ein bisschen Bloom Barrow. Aber auch jetzt wirklich die Länder. Und ich meine, du kennst mich, ich bin ja normalerweise eher so Team Mismatched Basics. Aber als ich das Alania-Deck gebaut habe, habe ich halt alle Basic Lands aus den bisher geöffneten Boostern verwendet. Mhm. Und da werde ich jetzt auch noch ein paar hinzufügen, weil ich spiele, glaube ich, ein paar Trash-Länder, die ich eigentlich durch Basics ersetzen müssen. Ja. Deswegen, also es hat so viel Upside, auch wenn es nicht das stärkste Set jemals halt geworden ist. Ich glaube, das wird halt so, je länger die Zeit vorangeht, werden die Leute immer
besser über Bloom Barrow quasi denken, weil so, ah ja, Bloom Barrow könnten wir nochmal machen. Es hat ein richtiges Nostalgie-Potenzial, würde ich sagen. Ja, ohne dass es so einen negativen Beigeschmack hat wie Wilds of Eldraine zum Beispiel. Ja, genau. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Einmal ganz kurz Werbung für mein Patreon. Ich habe Patreon. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich unterstützen. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich monetär unterstützen, wie diese coolen Leute, die ihr jetzt gerade im Bildschirm seht, das auch machen. Und ja gut, aktuell ist Thalia und Thalia Plus hier leider voll. Das musste ich machen, weil ich so ein bisschen auch schauen muss, wie ich das Ganze handle und manage. Aber ihr könnt mich trotzdem ab 3 Euro unterstützen, wenn ihr das denn könnt und wollt. Wenn ihr das weder wollt noch könnt, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, liken, beim guten Robin vorbeischauen. Dort machen wir wöchentlich Radio Ravnica, reden dort über die neuesten Sachen oder andere Sachen. Dazu gibt es bei dir auch Livestreams, soweit ich weiß, oder? Ja, jeden Mittwoch versuche ich immer irgendwas live zu machen. Ich halte mir mal noch offen, dass es nicht jeden Mittwoch so passieren kann, aber abonniert auf jeden Fall und schaut euch die bisherigen Livestreams an. Yes. Die sind eigentlich auch alle ziemlich cool geworden. Unter anderem auch ein Bloomberry-Unboxing, aber da haben vielleicht die Leute von dir auch schon einiges gesehen. Ja, das kann sein, das kann sein. Und, aber ansonsten wird es bestimmt auch was zu Duskmoon geben demnächst. Ja, und, definitiv. Ja, deswegen, vielen, vielen Dank, Robin, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.